Ja, Freunde, herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Wie jeden Montag schauen wir uns wieder die aktuellen News an, die On-Chain-Daten und natürlich den ADA-Preis. Und da es diese Woche sehr, sehr viel zu berichten gibt, starten wir sofort los. Ja, wir befinden uns in Epoche 358 und fast 73% aller umlaufenden Cardano sind gestaked. Und als erstes besprechen wir natürlich das absolute Riesendrama, das sich diese Woche zugetragen hat im Cardano-Ökosystem. Und alles hat begonnen mit diesem Tweet von Adam Dean. Adam ist ein sehr erfahrener Developer und auch ein Cardano-Developer. Und der hatte eben diesen Tweet abgesetzt, wo er das Cardano-Testnet als katastrophal broken, also komplett kaputt, bezeichnet hat. Und das wegen einem Bug, der was in der Node-Version 1.35.2 vorhanden war. Und dieser Bug hatte eben zu allerlei Problemen geführt. Und er kritisiert hier einfach, dass von IOG, also von Input-Output Global, auch bei dieser Node-Version gesagt wurde, das wird die finale Node-Version sein für Vasil. Daraufhin haben dann sehr viele Stakepool-Operatoren ihre Nodes abgegradet, also abgedatet mit dieser Node-Version. Und das führte auf dem Mainnet dann bei diesen Stakepool-Operatoren zu sehr großen Problemen. Was genau passiert ist, das beschreibt er da in seinem Thread. Und dann hat sich eben sowas herausgestellt, dass da ein Bug drin war, der relativ fatal sein hätte können, wenn alle Stakepool-Operatoren am Mainnet das abgegradet hätten. So, das Schlechte daran war natürlich, dass es marketingtechnisch natürlich ganz, ganz schlecht war, woraufhin auch Charles Hoskinson dann relativ empfindlich reagiert hat darauf, da natürlich die Kryptowährungs-News-Plattformen, die Cardano generell eher negativ gegenüberstehen, sofort gepostet haben. Cardano Testnet ist katastrophally broken und die News über Cardano sind natürlich rund um die Welt gegangen, beziehungsweise war das natürlich für Cardano, für das Marketing extrem schlecht, eh klar. Und das hat den Charles Hoskinson natürlich aufgeregt, da er auch berechtigterweise sagt, es gibt extra Kanäle, wo sich die Stakepool-Operatoren melden können, wenn sie Probleme finden. Und das sollte jetzt nicht unbedingt so öffentlich wirksam mehr oder weniger präsentiert werden vor aller Welt. Und hier sind natürlich beide Seiten zu verstehen, ganz klar. Charles Hoskinson kümmert sich natürlich auch sehr viel um das Image von Cardano, um das Marketing. Und er weiß natürlich, dass sowas eine Marketingkatastrophe ist. Wohingegen der Developer natürlich vom Marketing eher weniger weiß, aber dafür halt technisch super versiert ist und direkt auf Probleme, die er sieht, aufmerksam macht und eben auch diesen ganzen Ablauf kritisiert. Und das führte dann schon ein bisschen zu Spannungen in der Cardano-Community, auch mit Charles Hoskinson. Aber Ende gut, alles gut. Am Ende hat sich dann Charles Hoskinson auch entschuldigt bei den Stakepool-Operatoren, bei der Community und gesagt, wir werden einfach in Zukunft andere Systeme implementieren, damit das nicht mehr vorkommt. Und der CTO, der Chief Technical Officer von DC Spark, das ist so eine Entwicklungsfirma, also Sebastian Schulmo heißt er, der hat dann sofort einen CIP, also ein Cardano Improvement Proposal, gelauncht, wo eben so ein Hardfork Safety Mechanismus für zukünftige Hardforks implementiert werden soll. Und das finde ich dann schon wieder einzigartig bei Cardano. Erstens, dass wegen einem Bug auf dem Testnet so getan wird, als würde Cardano jetzt untergehen. Und zweitens, dass sofort wenige Tage danach so ein Improvement Proposal gelauncht wird, wo eben dieser Ablauf in Zukunft besser gemacht werden soll. Und das ist einzigartig bei Cardano und das macht eben Cardano aus, diese Herangehensweise, diese objektive Herangehensweise, um Sachen in der Zukunft zu verbessern. Also für mich im Nachhinein hatte das ganze Thema mehr Vorteile als Nachteile, da jetzt dieser Hardfork-Ablauf in Zukunft optimiert werden wird. Kurzfristig natürlich war das sehr schlecht für den Preis und auch für das Sentiment und auch natürlich marketingtechnisch. Aber Cardano würde auch das überstehen. Jetzt im Bärenmarkt interessiert sich sowieso kein Mensch mehr für Kryptowährungen, von dem her alles halb so wild. Hier AT-ADA, das ist so ein österreichischer Stakepool-Operator, der was auch schon von Anfang an dabei ist und da echt dick drin ist in dem Geschäft. Und der hatte das nochmal sehr schön übersichtlich aufbereitet in dem Thread. Also, falls ihr den durchlesen wollt, dann geht einfach auf die Twitter-Seite von AT-ADA und lest euch diesen Thread durch. Der geht einfach noch ein bisschen mehr ins Detail und über den Ablauf von diesem großen Drama, das diese Woche stattgefunden hatte. Und mittlerweile sind die News auch schon wieder positiv. So wie wir hier sehen, die Kollaboration zwischen IoT und den Cardano Stakepool-Operatoren vermitteln ein sehr positives Bild der Cardano-Community.
Also im Endeffekt, wie gesagt, Ende gut, alles gut. Dann als nächstes haben wir News von Cornucopias. Das ist ja das Web3 Metaverse Play-to-Earn Game auf Cardano. Und die haben diese Woche verkündet auf ihrem Discord-Server, dass es jetzt ein ADA und NFT-Staking-Programm geben wird. Bedeutet, wenn ihr zu dem Cornucopia Stake Pool eure ADA delegiert, also zu diesem Copy Stake Pool, dann verdient ihr nicht nur eure gewohnten 4-5% im Jahr an ADA Rewards, sondern wenn ihr in der gleichen Wallet, also mit welcher ihr staked, auch Cornucopias Land NFTs drin habt, dann bekommt ihr auch für eure Land NFTs zusätzliche Copy Tokens. Ihr bekommt auch schon rein für das Delegieren von ADA Copy Tokens zusätzlich zu den ADA. Aber wenn ihr eben solche Land-NFTs in der Wallet habt von Cornucopias, dann bekommt ihr auch noch zusätzliche Copy-Tokens. Und ihr seht hier, die Saturation ist das bei 26%. Also man kann noch sehr viel dazu staken. Das Margin bei 5% ist auch okay. Also wer Lust hat, ein paar Copy-Tokens zu verdienen, der soll einfach zu den Cornucopias Stake Pool delegieren. Und wenn wir schon bei Cardano Metaverses sind, dann haben wir auch noch News von Cardalonia. Cardalonia ist auch ein so ein Metaverse-Projekt, so ein Play-to-Earn-Game. Und die haben jetzt gepartnert mit Ready Player Me. Ready Player Me erschafft so Avatare für eben Metaverses. Und das ist eine sehr bekannte, sehr große Firma, also eine super Partnerschaft. Und auf alle Fälle sehr bullish für Cardalonia. Und Cardalonia bereitet sich damit eben auf das Land Sale vor. Und wir sehen hier, dieser Public Land Sale soll dann in Q4 2022 stattfinden. Cardalonia ist so vom Design her relativ ähnlich wie Sandbox bei Ethereum, was ja eigentlich die erfolgreichste, also das erfolgreichste Metaverse auf Ethereum ist. Und ja, das könnte schon eine ganz coole Sache werden, dieses Cardalonia. Dann wurde diese Woche von der Cardano Foundation verkündet, wann denn das Cardano Summit 2022 stattfinden wird und wo. Und das wird vom 19. bis zum 21. November in Lausanne in der Schweiz stattfinden. Es wird wieder so eine Virtual Attendance geben, also man kann virtuell an diesem Cardano Summit wieder teilnehmen, so wie das letztes Jahr ja auch Corona-bedingt war. Und da wird natürlich die ganzen zwei Tage wieder über Cardano-Projekte gesprochen, man wird sich austauschen und ich selbst weiß noch nicht, ob ich dahin fahren werde. Von mir aus sind es ja, glaube ich, mit dem Auto nur so 3-4 Stunden zum Fahren, also das kann gut sein, dass ich dann dort bin. Auf alle Fälle freue ich mich schon auf das Event, denn da werden auch immer sehr coole Sachen dann announced und da wird es sicher sehr, sehr viel zu berichten geben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dort sein werdet. Dann gibt es auch News von Nmaker, wo ich ja gerade letzte Woche ein Video gemacht habe, also dieses Innovationsportal auf Cardano hat jetzt auch eine Partnerschaft mit IOG geschlossen und damit will man einfach die NFTs auf Cardano noch bekannter machen und durch diese Partnerschaft einfach die Verwendung und Bekanntheit von CNFTs auf ein neues Level heben. Also finde ich eine sehr coole Sache. Glückwunsch hier an das Team von Nmaker, dass sie diese Partnerschaft mit IOG abschließen konnten. Dann auch eine ganz coole Sache, von der ich auf Twitter gar nichts gelesen habe. Und zwar werden deutsche Banken in Zukunft Cardano Investment Produkte anbieten. Und wir sprechen hier von den Banken Comdirect und OnVista. Die gehören, also Comdirect gehört zur Commerzbank, also schon eine Riesenbank in Deutschland. Und das werden dann sogenannte ETPs, das sind Exchange Traded Products. Und ETP ist einfach so eine Überdefinition von zum Beispiel auch ETFs fallen da drunter oder ETCs, also Exchange Traded Commodities oder Exchange Traded Funds. Bedeutet, es wird hier wahrscheinlich so eine Spiegelung geben vom ADA-Preis in Form irgend so eines ETPs, schätze ich jetzt mal. Aber auf alle Fälle eine sehr coole Sache, denn die Commerzbank ist ja wirklich eine sehr große Bank in Deutschland. Und dann wollte ich euch noch, so wie letzte Woche auch schon, so ein Paper von IOHK zeigen. Das werde ich jetzt vielleicht jede Woche tun, dass ich so ein wissenschaftliches Paper schnell vorstelle. Und diese Woche haben wir das Ophelimos-Papier und ich finde die Idee dahinter total cool, denn da geht es um Proof of Useful Work, also als Konsensusmechanismus, wo wir bei Cardano ja Proof of Stake haben und bei Bitcoin Proof of Work, haben sie hier ein Papier entwickelt, welches Proof of Useful Work als Konsensusmechanismus hat. Bedeutet, die Rechenleistung, die ihr bei Bitcoin mehr oder weniger verschwendet ist sozusagen, da ja nichts Sinnvolles damit ausgerechnet wird, sondern nur ein mathematisches Problem durch Ausprobieren gelöst wird, will man hier eben
tatsächlich sinnvolle Sachen berechnen, welche einfach extrem viel Rechenleistung brauchen. Natürlich kann man sich vorstellen, ist das eine sehr komplexe Sache, denn was will man dauerhaft berechnen, was so viel Rechenleistung verbraucht, wie zum Beispiel das Bitcoin-Netzwerk jetzt. Und es muss ja auch möglich sein, den Schwierigkeitsgrad anzupassen, so wie beim Bitcoin-Konsensus-Protokoll. Und das alles wird hier behandelt in dem Paper, also wirklich eine sehr coole Sache. Und ich finde das einfach super interessant, wie Input-Output auch Sachen behandelt oder erforscht, Blockchain-technische Sachen, die jetzt nicht direkt mit der Weiterentwicklung von Cardano zu tun haben, sondern die wollen einfach einen Mehrwert in die Welt liefern, was Blockchain angeht. Also echt super coole Sache. So, dann sind wir jetzt auch schon beim Weekly Development Report. Und wir sehen hier 1065 Projekte, die bereits auf Cardano aufbauen. Über 60.000 Token Policies, also wieder ein Milestone geknackt. Fast 3.100 Bluetooth-Skripte auf der Cardano Blockchain und schon fast 6 Millionen Native Tokens, wo natürlich der Großteil auf NFTs zurückfällt. Dann auch eine sehr coole Sache, der erste Marlow-Contract rennt jetzt auf dem Vasil Testnet. Zu Marlow wird es dann auch noch ein extra Video geben, wenn man das offiziell auf dem Testnet programmieren kann. Ich bin ein riesen Fan von Marlow und somit kommen wir zu den On-Chain-Daten. Ja, und bei den On-Chain-Daten sehen wir natürlich beim Social Sentiment, dass natürlich das negative Sentiment extrem gestiegen ist, wegen diesem Bug auf dem Testnet. Und umgekehrt wird das positive Sentiment in den sozialen Medien extrem eingebrochen ist, wegen diesem Bug. Und mit dem Ganzen auch der Preis, wie wir hier sehen. Aber zum Preis kommen wir dann gleich zu sprechen. Die Development Activity auf Cardano befindet sich auf normal hohem Niveau. Cardano ist ja eins der meistentwickelten Projekte im gesamten Crypto-Space, immer wieder wochenweise auf Platz 1 von der Entwicklungsaktivität her. Dann haben wir hier die ADA Supply Distribution, bedeutet anteilsmäßig, welche Wallets wie viel ADA halten. Wir beginnen hier mit den sehr kleinen Wallets zwischen 100 und 1000, die legen ständig zu. Die Wallets zwischen 1000 und 10.000 legen auch ständig zu. Die Wallets zwischen 10 und 100.000 haben auch wieder begonnen zu kaufen. Die Wallets zwischen 100 und 1 Million haben sehr viel abverkauft die letzten Monate, das letzte Jahr. Es könnte sein, dass sich hier ein Boden abbildet bei diesen Wallets, aber das könnte auch nur eine Volatilität sein. Auch die noch größeren Wallets zwischen 1 und 10 Millionen ADA haben durchwegs eigentlich verkauft die letzten Jahre. Das waren wahrscheinlich große Investoren, die beim ICO von Cardano ordentlich zugeschlagen haben. Und umgekehrt haben wir die richtig großen Wallets über 10 Millionen, die haben eigentlich seit Februar 21 ständig nur mehr noch akkumuliert. So, dann sehen wir hier die Wahltransaktionen, also die großen Transaktionen von ADA auf der Blockchain die letzten Wochen. Und wir sehen hier, dass jetzt in den letzten Wochen die Transaktionen über 1 Million US-Dollar relativ abgeflaut sind. Wir hatten ja vorher, immer wenn wir auf so Niveaus um die 45 Cent gefallen sind, hatten wir extreme Einkäufe von den Wahlen. Das ist jetzt die letzten Tage nicht passiert. Also die Wale halten sich hier eindeutig noch zurück mit größeren Einkäufen und größeren Transaktionen. Dann haben wir hier die täglich aktiven Adressen. Die befinden sich immer noch auf konstant hohem Niveau, also wie gewohnt. Und für solche Bärenmarktzeiten finde ich nicht schlecht. Also wir haben hier täglich zwischen 60.000 und 80.000 Transaktionen. Hier diese Lücke, da war wohl ein Problem mit den Datenpunkten bei Sentiment, also das kann man ignorieren. Und hier sehen wir wieder das MVRV-Ratio, das ja ein Bodenindikator sein sollte. Und der befindet sich wieder auf sehr, sehr, sehr tiefen Niveaus, auf minus 54%. Und wir sehen hier, das letzte Mal hatten wir diese Niveaus im Bärenmarkt nach 2017. Da hatten wir sogar noch tiefere Niveaus, zeitweise waren wir hier auf minus 84%, also richtig brutal. Aber wir sind auch jetzt schon auf sehr, sehr niedrigen Niveaus. Also der Bärenmarkt ist generell sehr, sehr intensiv, wie ich finde. So, dann haben wir hier unser Hopium. Und zwar hat wieder ein Deep Learning Algorithmus herausgefunden, dass Cardano Ende August auf 2 Dollar traden wird. Viel Zeit bleibt da nicht mehr. Und jetzt sind wir auch schon beim Cardano Chart, also beim ADA Chart. Und hier sehen wir auf der Wochenansicht, dass wir hier beim 200er Wochendurchschnitt abgeprallt sind und jetzt runtergefallen sind und wir befinden uns unter 44 Cent, also das war eine relativ brutale Korrektur. Leider müssen wir jetzt davon ausgehen, dass es sein könnte, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist, denn wie wir auch letzte Woche schon besprochen haben, sollten wir hier diese Höhen von diesem Boden übertreffen, die bei 68 Cent ungefähr liegen, um so ein Triple-Boden-Pattern zu bestätigen. Aber wir wurden hier einfach
brutalst zurückgeworfen bei diesem 200er-Wochendurchschnitt in Gelb. Also noch ist da wirklich keine Entwarnung mehr in Sicht. Auch der MACD auf Wochensicht befindet sich zwar immer noch im bullischen Crossover, aber wir sehen hier, wie er abflaut. Das bedeutet jetzt normalerweise noch nichts. Also es kann auch die nächsten Wochen wieder weiter stark steigen, aber das wäre jetzt noch viel zu früh, um da irgendwie abzuleiten, dass der wieder ein bearishes Crossover liefert. Das sehen wir frühestens in ein paar Wochen. Der RSI auf Wochensicht ist wieder komplett eingebrochen nach diesem Abverkauf. Wir befinden uns hier wieder auf sehr, sehr niedrigen Niveaus. Trotzdem noch im neutralen Bereich, obwohl man natürlich sagen muss, dass wir noch nie auf der Unterseite im überverkauften Bereich waren, auf Wochensicht. Auch nicht im Bärenmarkt nach 2017. Ja, dann auch am Daily Chart sehen wir, dass wir wieder unter die 50-Tage-Linie gefallen sind. Also diese 50-Tage-Linie in Orange dargestellt, die ja die letzten Tage immer unser Support war nach unten. Da sind wir jetzt endgültig wieder durchgebrochen. Also hier verfestigt sich leider das Bild, dass es vielleicht nur wieder eine Bärenmarkt-Rallye gewesen sein könnte, so wie hier schon im März diesen Jahres. Wir sehen hier, die nächsten großen Limit-Orders befinden sich bei etwa 35 Cent. Also sollten wir diese Lows nicht halten können, dann werden wir wahrscheinlich auf diese 35 Cent abstürzen. Aber ich will natürlich nicht zu negativ sein. Es könnte auch sein, dass wir immer noch in der Bodenausbildung drin sind. Und dieser Preiseinsturz hatte natürlich mit den negativen News dieser Woche zu tun. Also die waren ja mehr oder weniger sehr irrational. Demher könnte sich der Preis auch relativ schnell wieder erholen. Also zurzeit einfach ganz unsicher, wo man jetzt sagen kann, dass es nur eine Bärenmarkt-Rallye war oder ob das immer noch der Bodenbildungsprozess ist. Auf alle Fälle haben wir hier im MACD auf Tagessicht wieder ein bearishes Crossover gesehen diese Woche. Bedeutet, der zeigt auf die tägliche Sicht an, dass die Preise noch weiter fallen könnten. Hier beim RSI auf Tagessicht sehen wir einen unfassbaren Einsturz und wir befinden uns wieder auf sehr relativ niedrigen Niveaus, aber noch im neutralen Bereich. Ja, das war's vom Preis her. Also, wie gesagt, das Fazit immer noch sehr unsicher, ob wir in der Bodenausbildung sind oder ob das nur eine Bärenmarkt-Rallye war und jetzt geht es weiter nach unten auf 35 Cent vielleicht. Ganz schwer zu sagen, aber das soll ja uns als Cardano-Investoren nicht das Hauptanliegen sein, wie sich der Preis jetzt die nächsten Tage und Wochen verhält. Deshalb will ich euch zum Abschluss jetzt noch ein Buch zeigen über Cardano, das heißt Cardano for the Masses. Hier in meinem Beispiel habe ich das auf BookToken gekauft. Bedeutet, dieses Buch ist ein NFT in meiner Wallet und mit diesem NFT kann ich dieses Buch lesen. Und jeder, der technisch interessiert ist an Cardano und mehr Details wissen will, der sollte sich dieses Buch holen. Wie gesagt, auf BookToken kostet das nur 14 ADA, das sind um die 7 Euro oder so. Und jetzt mittlerweile weniger. Und ihr seht hier schon das Inhaltsverzeichnis. Da wird mehr oder weniger alles behandelt. Angefangen vom Proof of Stake bis über Stake Pools, bis über Delegieren und Pledges und alles, was damit zu tun hat. Über den Konsensusmechanismus, Shelly, Hardforks, UTXO, Native Tokens, Mithril, Skalierungsmöglichkeiten. ERC20 Converter, also da steht wirklich alles drin. Ein super cooles Buch und das kann ich nur jedem empfehlen. Und in dem Sinne will ich euch jetzt eine super schöne Woche wünschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr derzeit von Cardano haltet, was euer Plan ist in diesem Bärenmarkt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao!